Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grusel mit mir, Grusel mit MacChris hier auf YouTube. Ja, ich habe heute auch noch, andere Seite, zwei Freunde mitgebracht, nämlich zwei nette Pickel, die mir in meinem Wochenenddienst gewachsen sind, genauso wie meine Augenringe. Ja, arbeiten schlimm, ne? Ja, ich habe heute für uns Frostmond rausgesucht. Und zwar eine schöne Compilation, wie ich hoffe. Und ja, ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich wünsche euch viel Spaß, mir viel Spaß, uns viel Spaß. Hier ist Frostmond. Ja, Frostmond, da haben wir 6 gruselige Geistervideos, die du nicht schaffst. Ich wette, wir schaffen's, oder? Ja, also, hier ist Frostmond. Hallo Leute, hallo. Endlich wieder Zeit für mehr gruselige Videos. Los geht's. Ja. Das folgende Video wurde gegen 1 Uhr morgens von einem Lastwagenfahrer aufgenommen, der zurzeit auf einer Landstraße unterwegs war, die wegen ihrer zahlreichen Unfälle extrem berüchtigt ist. Dies hat dazu geführt, dass einige die Straße als verflucht ansehen. Natürlich, sonst wird sie hier nicht auftauchen. Und es vermeiden, diese in den späten Abendstunden zu befahren. Leider hatte der LKW-Fahrer im folgenden Video keine andere Möglichkeit. Und er und sein Beifahrer waren durch ihren Job gezwungen, diese Route zu nehmen. Das Video wurde von Gaston Rodriguez und eben erwähntem Beifahrer aufgenommen. Um die unheimliche Atmosphäre etwas zu lockern, genossen die beiden gerade das Radio, als plötzlich etwas Unheimliches geschah. Da war doch gar nichts. Da war doch nur sowas. Was war das? Man erkennt auf der Dashcam eine mysteriöse, fast gespenstische Figur über den Schotterweg huschen, ja. Direkt vor ihnen. Und dann... Da hab ich mich jetzt verschrocken. ...dann einfach wieder verschwinden. Erstaunlicherweise schien keiner der beiden diese rätselhafte Präsenz zu bemerken. Ich glaube, das glitscht sich da einfach nur weg. Also da war garantiert eine Person, ja. Vielleicht auch ein größeres Tier. Keine Ahnung. Ah. Erst als sie sich das Filmmaterial ansahen, überkam sie ein überwältigendes Gefühl der Angst. Die Identität dieser schwer fassbaren Figur bleibt rätselhaft. Manche spekulieren, es könnte der Geist eines verstorbenen Unfallopfers sein, der immer noch auf diesem verfluchten Abschnitt umherwandert. Ob es sich wirklich um eine gespenstische Begegnung oder doch um etwas anderes handelt, ist leider unklar. Auf jeden Fall habe ich mich wegen dem Soundeffekt erschrocken. Der Soundeffekt war schuld. Jetzt werfen wir einen Blick auf den Fall von Nutzer Payne Dice. Er erlebt ziemlich schreckliche Dinge in seinem Zuhause und in fast jeder seiner Aufnahmen berichtet er von gruseligen Ereignissen, die sich dort wohl abspielen. Das folgende Video ist keine Ausnahme. Was war denn da? Dieses Video wurde aufgenommen, als Payne außerhalb seines Zimmers komische Geräusche hörte. Und es war zu dieser Zeit schon ziemlich spät. Es scheint, dass sein Hund etwas bemerkt hat. Etwas, das von der Kameralinse nicht erfasst werden konnte. Wieso? Der läuft doch da nur rum und so. Der ist doch jetzt... Und je später es wurde, desto mehr war sich Payne sicher, dass die seltsamen Geräusche vom unteren Stock herrühren mussten. Also ich habe am Anfang da nichts gesehen. Da, wo da was angekreist wurde oder am Pfeil war. So, und jetzt mit dem Hund, der wirkt ja doch jetzt nicht so, als wenn er da irgendwas entdeckt hätte, der... Lief doch einfach nur wie rum, darum wie, ach, guck mal hier, jetzt bin ich hier und da und... Also ließ er seinen Hund in seinem Zimmer und begann, den unteren Bereich auszukundschaften.
Oh. Und wie immer macht er kein Licht an. Oh, doch ganz leise. Que si me da miedo bajar. Hoy te les voy a platicar por qué. Licht. Der Lichtschalter? ¿Hay alguien aquí? A ver, espera. Ja, genau. Machen wir nochmal Licht aus. Escuché como si me hablaran. No sé si se alcanzó a escuchar una voz. Se los juro que no sé si se alcanzó a escuchar una voz. Oh. Oh, das habe ich auch gehört. Oh. Sentí como si me soplaran en la nuca, no sé. Ja, ja. Como si me hicieron así como... Das gruselige Gefühl, als würde ihm etwas direkt in den Nacken atmen. Und selbst wir können ein unheimliches Geräusch hören, was die Tatsache noch erschreckender machte. Er wusste also, dass er... Aber die Soundeffekte auch gut gewählt, ne? Wenn Frostmund das gemacht hat, hat er gut gemacht. Ich dachte, ich habe auch kurz die Augen geschlossen, weil ich dachte, dass wenn er sich umdreht, dass hinter ihm irgendjemand steht. Was bei ihm war. Aber es wurde dann doch noch etwas schlimmer. Noch schlimmer. Hui. No. Ma. No manches. ¿Está viendo lo que yo? Ich sehe nichts. Y no solo eso, eh. Über dem Kühlschrank? Ahí en el... En el refri tenía una foto de mi mamá. Okay. Ahorita en el... No, bueno, no me fijé en el video, pero pues antes de irme a dormir ahí la tenía. ¿No está? Das Foto seiner Mutter ist weg und das Kreuz. Ja. Bisschen ¿está viendo lo que yo? Ist wieder ein bisschen drüber, ne? Muss man ja sagen. Er will dann auch zu viel. Qué pedo. Ein Kreuz, das zuvor noch an der Wand hing, war auf einmal verschwunden, als Payne gerade einen anderen Bereich des Hauses überprüfte. Genau wie das Foto seiner Mutter, welches innerhalb weniger Minuten von über dem Kühlschrank entfernt worden war. Payne schaute dann nach, wo diese beiden Gegenstände gelandet waren, nur um über noch etwas Erschreckenderes zu stolpern. Porque ya me está dando mucho miedo. La neta. Boah, der hat hier alles drin hier. Ja, tatsächlich, das sind Hände. Also bei aller Liebe, ne? Ist ein bisschen zu viel, oder? Ein bisschen zu viel. Pequeño. Nein. Ja, auch noch Kinderhände, ja. Hola. Hola. Mach doch da den Türchen auf und guck mal nach. Ja, heute noch. Hola. Boah, Leute, ne? Jetzt
Jetzt hat er mich nicht gekriegt mit den Soundeffekten. Ja, wisst ihr, das ist fake. 100%. Ja? Also, Frostmund hat ja auch gerade gesagt, dass der Typ ganz viele Videos hat, wo er halt berichtet über seine paranormalen Erfahrungen in seiner Wohnung oder in seinem Haus. Also der baut sein Content schon darauf auf. Und das hier ist ja auch, also wirklich. Das passiert ja auch dann natürlich alles, wenn er die Kamera laufen hat und so. Also ich weiß nicht. Und es ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Also, nee. Ist hier reine Unterhaltung, das Ganze. Ein furchteinflößendes Paar Hände ist hinter dem Glas zu sehen. Und sie schien Kontakt herstellen zu wollen. Als Payne seine Hand ausstreckte, offenbarte sich ein ziemlich albtraumhaftes Gesicht. Daraufhin rannte er so schnell er konnte. Man hat doch gar nichts erkannt, richtig. Um in seinem Zimmer Zuflucht zu finden. Und es würde Wochen dauern, bis Payne sich wieder traute, in seinem Zuhause zu filmen. Und es war in jener Nacht, als er noch einmal versuchte, eine kurze Tour im ersten Stock auf Video festzuhalten. Ach, noch eine. Ja, noch eine. Ah, okay. Es scheint, dass dieses Wesen sich von Angst und Dunkelheit ernährt. Also er will ja auch praktisch, er packt ja alles mit rein, was es gibt. Geräusche, irgendwelche unheimlichen Hände hinter Glas, ein Gesicht hinter Glas, ein Kreuz und ein Foto seiner Mutter, was verschwindet. So, und jetzt dann noch die kühne These, dass das Wesen sich von Angst und Dunkelheit ernährt. Das ist ja, das sind ja fünf Grusel-Klischee-Erscheinungen und Theorien, die, ja, daraus könnte man einen guten Horrorfilm machen. Also einen guten nicht, aber einen unterhaltsamen. Wisst ihr, was mir noch fehlt? Ein Schatten. Ein schöner Schatten. Der fehlt mir noch. Ja, ich höre auch Stimmen. Was war da? Ja, natürlich. Was habe ich gesagt? Der schöne Schatten. Ja, nee. Vorhersehbar. Da ist er. Also alles drin. Fehlt jetzt nur noch die Frau im Weiß mit schwarzen Haaren, ja, und bleichem Gesicht. Die fehlt noch. Oder halt so ein Kopf, der dazugehört, der um die Ecke guckt. Ne? Herrschaftszeiten. Und er macht auch immer noch kein Licht an. Also. Schaut euch den Schatten an, unter dem Lichtschalter. Ja. Sieht aus wie Teufelshörner. Boah, Leute. Nee. Nee. Parece como una persona con un cuerno. Esta sombra que estoy aquí grabando abajo del apagador. Es el diablo. Ay, Dios mío santo. Ay, Dios mío santo. Ay. Maldita Dios. Ja, das war ein Schatten. Wir haben es gesehen. Eine weitere Sichtung wäre ganz gut, ne? Kommt bestimmt noch. Als ist Licht an, jetzt kommt es auch nicht mehr. Oh, das Licht ist wieder aus.
Yo creo que se pasa. ¿Voy a? Geh doch hoch! Oh, du bist locker. Na ja, que ya. Ya mejor no voy a subir banda porque no sé qué pedo. Cosas de mucho. Vielleicht kommt da bestimmt noch mal der Schatten. Vielleicht kommt er. Es wird gesagt, dass diese Art von Manifestationen die gefährlichsten sind, weil diese wohl öfters bösartig sind. Und wieso sollen die denn bösartig sein? Also wir haben ja jetzt hier schon massig Clips gesehen mit Schattenwesen. Und da war nie die Rede davon, dass die bösartig sind. Keine Grenzen zu kennen scheinen. Vielleicht werden wir in Zukunft neue Updates zu dem Fall bekommen. Also Schattenwesen sind nicht bösartig. Bin ich fast von überzeugt, weil wir haben, also ich habe von denen noch nichts Bösartiges gesehen, außer dass die Leute sich vor denen erschrocken haben. Oftmals nehmen sie die ja gar nicht wahr. Ja? Deswegen, also das hier ist auch Fake. Das hier ist reine Unterhaltung, reine Zuschauerunterhaltung von diesem Mann. Ja, also das hier hat auch nichts mit paranormalen Sachen zu tun. Das ist hier wirklich wie ein Amateur-Horrorfilm. Ne? Was auch immer in seinem Zuhause lauert, scheint Spaß daran zu haben, ihn zu piesacken. Wisst ihr, wenn das jetzt eine Erscheinung gewesen wäre, eine, ne? Aber im gesamten Kontext, das, was wir alles gesehen haben bei ihm, das ist ja, das ist ja so, als wenn man zum Arzt geht und man hat auf einmal 5 Krankheiten auf einmal. Schwere Krankheiten, seltene Krankheiten, sagen wir mal so. Ja, oder weiß ich nicht, man füllt 5 verschiedene Lottoscheine aus, so 5 verschiedene Lotterien und man gewinnt alle 5. Genau so ist das. Die Erscheinungen, die wir aufgenommen haben, die nehmen manche Menschen in dem Leben vielleicht nur einmal wahr. Oder haben vielleicht 1 oder 2 Spukphänomene bei sich zu Hause. Er hier, er hat ja allein nur in dieser Clip-Zusammenstellung, die er, also ja, da hat er ja allein schon 5, 6 Phänomene, die andere Leute nie sehen oder aufzeichnen. Und andere halt nur, wie gesagt, einmal im Leben oder zufällig nur einmal und hier und da. Also, nein, also kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Vor allen Dingen, was soll es denn jetzt für ein Wesen sein? Ein Schattenwesen? Ein Poltergeist? Ein Dämon? Ein Kindergeist? Was ist es denn jetzt? Die können ja nicht alle zusammen da sein, ne? Nee, nee. Schrecken im Wald. Das nächste Video wurde von Nutzer Zico Otto gesendet und sie erzählten mir, dass sie das folgende Video zufällig auf Reddit gefunden hatten. Und es wurde offenbar von einer Gruppe Freunden aus Polen aufgenommen. Die Gruppe beschloss, in einem nahegelegenen Wald in dieser Nacht campen zu gehen. Über den Clip ist nicht viel bekannt, jedoch beginnt einer der Männer mitten in der Nacht zu filmen, nachdem die Gruppe durch laute Geräusche geweckt wurden. Und sie dachten erst an einen Bären. Nachdem sie ihre Sachen gepackt hatten und auf der Flucht waren, wurde es noch gruseliger. Was ist das schon mal gesehen. Das haben wir schon mal gesehen und da war das Video
viel, viel länger und hat auch ganz, und fing auch ganz anders an. Da haben die Jungs nämlich in dem Wald, haben die nämlich eine alte Hütte entdeckt und haben die alte Hütte gefilmt. Und in der alten Hütte war schon ein Kopf zu sehen, ja, der irgendwo um die Ecke guckte oder von oben nach unten, irgendwie so war das. So. Den haben die aber, glaube ich, erst gar nicht wahrgenommen. Dann sind die wieder zurück und der eine hat da irgendwas verloren, sein Handy oder irgendwas. Und die mussten halt nochmal zurück und es war halt schon in der Dämmerung. Und als sie dann dort ankamen, haben die halt dann so ein Wesen erblickt und dieses Wesen hat die halt angefangen zu verfolgen. Und das ist jetzt das, diese Sequenz, was jetzt hier angesetzt hat. Ja, also da fehlt ein ganzer Teil. Ja, das sind jetzt nicht nur ein paar Freunde, die da irgendwo campen, sind es schon, aber der Clip hat eigentlich, ist eigentlich ganz anders. Die sind ja jetzt nicht weg, weil sie irgendwelche Geräusche gehört haben, sondern die haben einfach die Umgebung erkundet, so eine alte Hütte entdeckt. Wir hatten diesen Clip, dieses Video, ich würde sagen Anfang des Jahres vielleicht oder Ende letzten Jahres. Es ist auf alle Fälle schon ein bisschen her. Da fehlt auf jeden Fall ein ganz, ganz großer Teil. So, und da habe ich damals schon gesagt, das kann echt sein, tatsächlich, dass einfach nur in dieser Hütte sich jemand aufgehalten hat, der psychisch vielleicht nicht mehr so ganz auf der Höhe ist und die jetzt halt da verfolgt. Ja, der sich halt in der Hütte da aufgehalten hat, als Rückzugsort, was weiß ich, und die der jetzt halt als Störenfriede ansieht und die da weghaben möchte. Also, dass das jetzt kein Monster, eine Hexe oder irgendwas ist. Andererseits kann es natürlich auch gut sein, dass es halt fake ist. Das habe ich damals auch schon gesagt, glaube ich. Das kann ja jetzt ja auch ein Filmprojekt sein von ein paar Studenten oder einfach aus Fun gemacht worden sein. Keine Ahnung, ne? Einige Leute spekulieren, dass sie möglicherweise auf einen berüchtigten Skinwalker gestoßen sind. Also ich würde sagen, es ist der Rake mit Hosen. Der hat auf jeden Fall Hosen an. Was denn sonst könnte diese Teile des Waldes so spät durchstreifen? Ich meine, die Jungs sind ja auch in dem Wald. So. Könnte halt auch irgendein anderer Typ sein, der sich da aufhält und halt, wie gesagt, kräftig einen an der Klatsche hat. Die Figur wirkt ziemlich humanoid. Ja. Der Rake. Wenn es nicht nur ein dummer Streich war. Mit Hose. Könnte es sich vielleicht um ein unidentifiziertes Wesen handeln. Ja, aber es trägt eine Hose. Also warum trägt denn ein Wesen, Monster, eine Hose? Sicherheitskamera. CCTV. Das folgende wurde von Nutzer Light Surgery auf Reddit hochgeladen. Er schreibt: Ich habe einen Bewegungsalarm von meiner Doorbell-Kamera erhalten und folgendes aufgenommen. Es scheint eine schattenhafte Gestalt zu sein, die sich um die Ecke herumlehnt und dann am Auto des Nachbarn vorbei auf die Straße geht. Die gegenüberliegenden Häuser münden auf einen Friedhof. Mein Haus ist ein... Natürlich! Ein Friedhof. Gebaut an einem Friedhof. Ein viktorianisches Reihenhaus in London, Großbritannien. Ich habe das Haus gerade gekauft und renoviere es im Moment. Oh, hallo. Ja, upsi. Wer bist du denn? Ja, da guckt einfach einer um die Ecke, ne? Und glitscht sich wieder weg. Gucken und glitschen. Gucken und glitschen. Gucken, glitschen. Gucken. Glitschen. Hallo. Ja, das ist ein Mensch und die Kamera hat keinen Fokus und schon macht's Glitch. Wird nicht besser.
Jetzt rennt die Leute denken, dass es so aussieht, als hätte dieses Ding humanoide Züge. Ja, aber es hat humanoide Züge, weil es ein Mensch ist, der da um die Ecke guckt. Der wollte wahrscheinlich nur sehen, ob da eine Kamera ist, ob es da halt so eine Doorbell-Cam hängt. Und hat das gesehen und dachte sich, ja Mist, hier da am Schloss rumzufummeln und versuchen einzubrechen, ist jetzt nicht so gut. Der filmt mich ja. Ich mache mich vom Acker. Und ist dann an dem Auto vorbeigerannt. Also, die Kamera hat keinen Fokus. Die Kamera hat das weggeglitscht. Ja, also die Kamera zeichnet die Gesichter und so gut auf, wenn die von vorne kommen, wenn man sich der Kamera nähert. Aber nicht in der Geschwindigkeit, wie er da um die Ecke geguckt hat. Der wird das ganz schnell gemacht haben und das ist dann zu schnell für die Kamera, um da irgendetwas zu machen. Um da irgendetwas klar aufzunehmen, weil die ja auch nicht die Bildfolge hat. Das hat man ja auch gesehen in der Art und Weise, wie da dieses Wesen dann an dem Wagen vorbeigerannt ist. Das stotterte sehr. Das heißt, da fehlen Bilder dazwischen. Und somit haben wir einen Glitch. Die Kamera war nicht in der Lage, die schnellen Bewegungen des Menschen, der da um die Ecke guckt, aufzunehmen. So. Das ist es einfach. Irgendwie wirkt es wohl wie ein Geist. Die schnelle Bewegung ist auch ziemlich ungewöhnlich. Der Mann hat nie herausgefunden, ob es sich tatsächlich um etwas Paranormales handelt. Die schnelle Bewegung kommt halt auch, es wirkt halt auch sowieso dann noch schneller, weil da halt Bilder fehlen dazwischen. Ja. Oder doch nur um eine gruselige Person. Ja, eine Person. Wo ich dazu sagen muss, dass eigentlich das noch viel gruseliger ist. Ja, wenn da jemand ist, der da halt die Haustüren ausspäht, ob man da einbrechen kann oder nicht, ob da halt so eine Kamera ist und so weiter, ne? Finde ich im Endeffekt gruseliger, als wenn das ein Geist wäre. Ja. Und tschüss. Ja. Ja. Ja, das war ja ganz interessant. Ja, doch. Aber der Typ da in seiner Wohnung mit den 5 verschiedenen Spukerscheinungen und Schatten und wer weiß was, wie gesagt, das ist ein bisschen viel. Ein bisschen viel, ja. Ja, aber naja, gut. Ein Clip habe ich rausgeschnitten, den haben wir noch öfter gesehen als einige andere. Den habe ich dann entfernt. Und ich hoffe, euch hat es gefallen und würde mir wünschen, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Grusel mit McChris hier auf YouTube. Unten in der Beschreibung findet ihr wie immer alle Links zu der Compilation von Frostmond und auch zum Kanal. Ja, und haltet bis dahin die Ohren steif. Und adios. In the dark of night.